So, geben wir uns heute mal ein bisschen Horrorhaus-Atmosphäre hin. Wir schauen uns den Film Spookies an aus dem Jahr 1986. Es folgt ein viel zu langer Trailer, aber umso kürzer werde ich mich danach fassen. Der da begraben liegt, ist aber nicht alt geworden. Oh Gott! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Billy, lauf nicht weg, meine Freunde und ich wollen mit dir feiern. Das Grauen kommt über Billy an seinem 12. Geburtstag. Die Mächte der Finsternis haben seinen Tod beschlossen. Spookies. Ein Film, der ihn einen Schreckenschau nach dem anderen über den Rücken jagen wird. Das Grauen wird auch sie ergreifen und ihnen Albträume bescheren. Mama, gib deinem Kind einen Kuss. Mama! Längst Verstorbene pochen um Mitternacht an ihre Grabplatten. Erdgeister ergreifen von Menschen Besitz und nehmen ihre Gestalt an. Ihr Feiglinge, ich glaube nicht an diesen Spuk. In der Hütte soll ich spuken, da bin ich aber gespannt. Mir wird das Lachen noch vergehen, wenn wir im Haus sind. Du kannst uns keine Angst machen, ich glaube nicht an Geister und Monster. Spookies, der Tod läuft auf leisen Sohlen und schlägt erbarmungslos zu. Ich bin froh, dass ich dieser Hölle entronnen bin. Du bist ihr nicht entronnen. Das Grauen nimmt Gestalt an und mordet erbarmungslos. Ah! Nein! Ah! Ah! Oh, 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 oh! Ein Film, der ihnen schlaflose Nächte bereiten wird. Spookies, wie gesagt, aus dem Jahr 1986, bietet uns folgende, ja, ich sage jetzt mal sehr ausladende Geschichte. Einerseits haben wir den jungen Billy, der hat Geburtstag gehabt, ist aber sauer, dass die Eltern seinen Geburtstag vergessen haben und ist daraufhin weggelaufen, streunt also so umeinander und gerät nachher irgendwann an ein Haus, das in der Nähe vor dem Friedhof steht, betritt das ganz einfach. Gleichzeitig haben wir Truppen von sinnlos umherfahrenden Männern und Frauen, die ebenfalls irgendwann ganz einfach auf das Haus treffen und weil man ja Party machen möchte und Alkohol trinken möchte und so weiter und so fort, geht man da ganz einfach rein, weil so eigentlich scheißegal ist, wo man sich Waffenzeug hinter die Binde kippt. Geraten also ebenfalls in das Haus rein und irgendwie gehen es alle davon aus, dass da keiner da ist. Das ist aber eine Fehlannahme, denn in dem Haus residiert der böse, ja ich sag jetzt mal Zauberer oder Hexer, also auf jeden Fall einer, der sich mit so okkultem Zeug beschäftigt und der hat seine Frau in so einem, ja, ich sag mal, todähnlichen Zustand und möchte es irgendwie wieder auferwecken, braucht dazu aber die Seelen bzw. die Energie von Menschen und deswegen beschwört er immer wieder Dämonen herauf sozusagen, die nachher ganz einfach auf die Leute im Haus Jagd machen und die nachher so einen nach dem anderen mehr oder weniger abmuchsen und so ungefähr verläuft ganz einfach die Story des Films. Spookies ist ein Film, der hat eine sehr bewegende Produktionsgeschichte hinter
hinter sie. Zum Beispiel hat der Film insgesamt, glaube ich, 3 Regisseure verschlissen. Im Endeffekt gelandet ist man nachher bei der eigentlichen Cutterin Jeannie Joseph. Der Film ist mehrmals umgestaltet und umgeschnitten worden. Szenen sind dazugekommen, Szenen sind entfernt worden, es sind mehr oder weniger Szenen mit komplett neuem Cast gedreht worden. Da wundert es einen dann auch nicht, dass das Budget extrem überzogen worden ist. Im Prinzip hätte das Budget auf ca. $250.000 festgesetzt werden sollen. Im Endeffekt hat der Film noch ungefähr das Doppelte gekostet, aber wenn man so eine Produktionsgeschichte hinter sich hat, verwundert einen das eigentlich nicht. Mir persönlich gefällt eigentlich die Tatsache, dass der Film zwar im Kino nicht einmal $20.000 eingespielt hat, sie nachher aber auf dem Videomarkt sehr stark rentiert hat. Da redet man nachher von 2 bis 3 Millionen Dollar Einnahmen. Also Videomarkt sei Dank. Ich muss aber auch sagen, dass man dem Film die Produktionsgeschichte ganz einfach aussieht, mehr oder weniger, weil er eigentlich nicht wirklich ein harmonisches Ganzes ergibt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Film trotzdem für mich funktioniert, weil er wirklich extrem viel Atmosphäre sozusagen versprüht. Also das Anwesen, das Haus, das hat schon was. Ich meine, wenn ich so ein Haus sehen würde, und das ist ja in der Nähe vor dem Friedhof, also mich da kann ich 10 Pferde nicht reinbringen, komplett egal, ob ich jetzt halt sauer auf irgendjemand anderen bin oder ob ich Alkohol trinken möchte und Party machen möchte, da gehe ich normalerweise nicht rein. Ein kleines bisschen problematisch ist, dass so ziemlich alle Akteure ziemlich blass bleiben, also so wirklich Charakter und Entwicklung und so weiter und so fort, zeigt eigentlich von der ganzen Truppe so ziemlich gar keiner. Ist aber auch nicht weiter wichtig eigentlich, weil man weiß eigentlich, dass die Leute in deren Gebäuden eigentlich nur Schlachtvieh sind, also sei das jetzt einmal dahingestellt. Das ist viel Mühe, aber bei dem Film eigentlich auch kein Problem nicht. Immerhin gibt es keinen Darsteller, der mich wirklich irgendwie nervt oder so. Tricktechnisch muss ich sagen, mag ich natürlich die ganzen Puppen, die ganzen Masken, die handgemachten Special Effects ganz einfach. Ich stehe auf das ganze Make-up-Zeug. Und von daher muss ich sagen, macht der Film eigentlich zumindest einmal in der Menge und der Masse ziemlich gut. Es ist jetzt halt nicht jede Figur gleich gut umgesetzt. Es gibt da zum Beispiel so einen Sensenmann. Und da muss ich ganz einfach sagen, sieht man ganz einfach ein paar Mängel. Und da hat man bei anderen Sachen besser gearbeitet. Beispielsweise haben wir nachher im Laufe des Films so eine Art der Transformation. Da gibt es so eine Frau, die sich so Stück für Stück mehr oder weniger in eine große Spinne verwandelt. Und da muss ich sagen, da gefällt mir natürlich dann die fertige Figur sowie die Verwandlung doch um einiges besser. Also es ist nicht jeder Effekt, sage ich jetzt einmal, auf einem gleich hohen Niveau irgendwie kommt man vor. Aber insgesamt bietet mir der Film ein gutes Effektniveau, also Make-up, Masken, Bewegungen und so weiter. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut und ich mag auch viele Ideen, die sie umgesetzt haben, auch wenn man sich ein bisschen da gewöhnen muss, dass man jetzt zum Beispiel furzende Erdgeister haben, aber wie gesagt, auch das gehört so ein bisschen zum Charme des Films dazu und an anderer Stelle bügelt das eigentlich wieder aus. Insgesamt kann ich also sagen, gefällt mir der Film ziemlich gut eigentlich. Jetzt beim zweiten Mal anschauen eigentlich besser als wir beim ersten Mal. Das ist schon einige Jahre her jetzt. Im Gegensatz zu vielen Filmen, die eine schwierige Produktionsgeschichte haben und wo man nachher einfach sieht, dass so irgendwie überhaupt nichts zusammenpasst, ist es für mich bei dem Film ganz einfach so, dass ich sagen kann, okay, gut. Natürlich, es ergibt kein hundertprozentig logisches, harmonisches Ganzes. Bedenkt man aber die Produktionsgeschichte, nachher muss man auch sagen, dass es doch verwunderlich ist, dass eigentlich so ein, ich sage jetzt einmal, relativ geschlossenen Film zusammengekriegt haben. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist die Alterseinstufung. Bei Erscheinen hat er eine Alterseinstufung ab 18 gekriegt. Kurz darauf ist der Film dann sogar mal indiziert worden und im Jahr 2012, glaube ich, ist das gewesen, ist die Indizierung nachher mehr oder weniger aufgehoben worden und seither ist er auch wieder ganz normal erhältlich. Aber ich darf nie so weit gehen und sagen, der Film müsste indiziert sein. Ich darf ganz einfach sagen, den Film kann man so wie er ist ab 16 freigeben. Zweifelsfrei eine kleine Perle aus den 80er Jahr. Und nach sowas suche ich eigentlich immer.